Bürgerfrühstück im Festzelt am Alten Markt. Auch hier eine sehr reichhaltige Auswahl. Mein Name ist Heiko Andriesen. Wir sind hier im großen Festzelt, welches wir vom Arbeitskreis Gastgewerbe in Jever aktiv auf dem Alten Markt in Jever errichtet haben. Wir feiern 475 Jahre Stadt Jever. Heute am 26., dem Sonntag, haben wir uns erlaubt, ein Bürgerfrühstück auszurichten, welches hier in Form eines Buffets angeboten wird. Wir sind vorbereitet auf eine größere Anzahl von mindestens 120 Leuten und das Zelt füllt sich unaufhörlich. Wir wünschen den Anwesenden einen guten Appetit. Ja, ich heiße Hermann Werdermann. Jürgen, du hast mich gefragt, ob das Frühstück hier gut schmeckt hat. Wunderbar. Wir sind hier mit vier Mann umgeworfen hier am Tisch. Wir haben uns extra drauf reingenommen und wollen hier in Jever mal empfehlen frühstücken. Wunderbar ist das hier. Schmeckt gut. Und jeder kann sich hier noch was holen. Ne? All wird satt. Hallo, ich bin Rainer Janssen von der Dachdeckerei Nö und wir machen heute mit Ihnen Gondelfahrten. Steigen Sie bitte ein. Eine ganz andere Perspektive mit herrlichem Blick über Jever. Die beiden Kirchtürme. Dahinter der Baukran beim St. Ann-Quartier. Die Jever-Brauerei. Und die Volksbank. Am verkaufsoffenen Sonntag herrscht in der ganzen Innenstadt reges Treiben. Alter Markt, neue Straße. Nicht im Bild. Am Kirchplatz findet zum aktuellen Anlass ausnahmsweise der Wochenmarkt auch am Sonntag statt. Die Schlachtstraße. Hallo, wir sind von Kiwanis und verkaufen Crepes für einen guten Zweck für die Kinder hier in Jever. Was möchtest du denn für einen Crepe essen? Ich möchte einen Crepe mit Zimt und Zucker. Einen Crepe mit Zimt und Zucker. Wie heißt du denn? Ich heiße Gerhard Wagner. Gerhard Wagner hätte gerne einen Crepe mit Zimt und Zucker. Und den verkaufen wir heute für den guten Zweck für ein Kinderprojekt in Jever. Eine Frage, warum machen Sie das hier? Weil es mir Spaß macht und ich es für einen guten Zweck mache. Können Sie uns noch kurz sagen, um was es sich bei Kiwanis überhaupt handelt? Um den zweitältesten Serviceclubs weltweit. Und wir sind leider in dieser Region der Erste, der sich hier etabliert hat und sind seit 2008 hier organisiert und möchten gern was in dieser Region auch bewirken. Das ist ja ganz lieb, danke. Geht's dir gut? Geht es jetzt weiter mit einem englischen Tanz? Ja, liebe Leute, als letzten Tanz in dieser Runde tanzen wir einen Tanz auf Schweden. Zwar ist der kreiert worden von den Abbas. Der Tanz heißt Walzer für Mona. Thank you.
Ja, Elke ist ja unsere Tanzleiterin und übt mit uns die Volkstänze ein, jeden Mittwoch. Elke, mal die Frage an dich, seit wann gibt es die Volkstanzgruppe denn eigentlich? Die gibt es seit 1980. Und welche Trachten sind das, die wir hier vorführen? Das sind die Jeferschen Trachten, die alten Bauerntrachten, die damals im Jeferland getragen wurden, vor etwa 200 Jahren. Welche Tänze tanzen wir denn am liebsten und aus welcher Region, Elke? Norddeutsche Tänze, skandinavische Tänze und auch aus Großbritannien und Holland tanzen wir gern. Ja, wir sind natürlich auch viel auf Reisen gewesen. In den USA, in Belgien, in Schweden, in den Niederlanden, in der Ukraine, in Großbritannien, in Wales. Ja, und natürlich ganz viel in Deutschland unterwegs. Volkstanzen macht Freude, aber Volkstanzen macht auch Freunde. Wir haben sehr viele Freundschaften geschlossen mit ausländischen Gruppen und auch mit inländischen Gruppen. Darum macht uns das heute auch noch viel Spaß, wie heute auch bei unserem Auftritt. Danke.